Jungs! Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski und damit herzlich willkommen zum neuesten Video. Heute zocken wir eine Runde Outlast Whistleblower mit dem Pulsmesser und ich bin noch nicht so ganz bereit dafür. Deswegen gibt es noch vorab eine kleine Information für euch und zwar das heutige Video wird von NZXT unterstützt. Die Mädels und Jungs haben gefragt, ob ich nicht einen neuen Computer brauche und habe ich gesagt, ja, ich brauche einen neuen Computer. Naja, und wie viele von euch vielleicht wissen, ich bin eine absolute Flachzange, was Technik angeht. Deswegen haben sich die Mädels und Jungs von NZXT tatsächlich mal was ganz Feines überlegt. Ne? Ja, auf deren Internetseite gibt es nämlich jetzt das BLD-Programm. Da könnt ihr euch euren eigenen Computer zusammenschustern. Ihr sucht euch einfach eure drei Lieblingsgames aus und dann wird quasi die Leistung zusammengestellt, die der Computer braucht, um diese Spiele bei optimaler Leistung zu zocken, Alter. Versteht ihr das? Versteht ihr? Ich habe das verstanden. Naja, im Nachhinein könnt ihr trotzdem noch ein bisschen fummeln und selber natürlich entscheiden, was ihr drin haben wollt. Je nachdem, wie hoch euer Budget ist, sag ich jetzt mal. Naja, und wenn die versprochene FPS-Leistung eine Abweichung von über 10% hat, da gibt's das Moneyback. Ist doch glasklar. Ja, und wenn du dann mit deiner Bestellung zufrieden bist, klingelt nach 2-3 Tagen der Postkasten. Ja, und dann hast du das Ding zu Hause. Jetzt zu Corona-Zeiten kann es natürlich mal länger dauern, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? 2-3 Wochen. Aber normalerweise geht das fix. Nach dem Auspacken einfach nur noch einstöpseln und dann geht ihr ab die wilde Fahrt, ne? Dann löppt der Lachs, dann geht's richtig nach vorn. Falls ihr also wie ich Bock auf eine neue PC-Mühle zu Hause habt, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, da ist der ganze Bums verlinkt. Stellt euch euren Computer zusammen und freut euch ein paar Tage später, dass das Ding bei euch zu Hause angeschippert kommt, nicht wahr? Und jetzt wird sich erschrocken, Abfahrt. Naja, und damit herzlich willkommen zu Outlast Whistleblower mit dem Pulsmesser. Mit dem Pulsmesser. Ja, ich hab's euch ja versprochen, dass ich das Ding besorgen werde. Ja, wir gehen jetzt whistleblowen. So, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier... Ich weiß auch nicht, ob ich das Hauptspiel eigentlich erst durchspielen muss, um das zu checken, aber ist auch scheißegal. Aha. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Huh? Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine? They said Hope made a lateral assumption. Maybe Hope. Oh. And they're not happy about it? No. Shit. Kann mich nicht bewegen. Come on. Was? 2 Stunden vorher? Ich kenne mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. War 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric System Mountain Massive tätig. Aha. Mhm. Schon der gleiche Ort, oder? Wo wir gerade sind. Wie von der Anstalt da. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hätte. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Es muss aufgedeckt werden. Ich spoiler mich, glaube ich, gerade selber ein bisschen. Eieiei. Hi. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page? I'll tell them you're incoming. Ja, sorry, ne? Ich muss ja komplett euren Laden verraten. Das ist halt so. Christ, Wayland, hurry up. They're waiting on you. Mein Gott, ey. Was sind das jetzt für Leute? Cutting it close. Next incoming arterial spin still dark. We need you at the front terminal. Ich pack mal das Ding nach ganz da hinten, ja? Damit das nicht immer im Text drin ist. So. Also, das ist nicht meine FPS-Anzeige. So viel sei schon mal gesagt. Ja, ich bin doch schon hier, Mann. Du Otto. Functional imaging interfaces and talking to the ASL. Yo. The patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I'm
don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Yeah. No. Fuck me, they're bringing him in. James, no! Oh, okay. No, not a Daisy! No, no! Jack Fox! Oh, I know how to do it! Help! Help me! Help me! They're gonna rape me! Pray! Pray! Oh! Help me. Oh, ha! Don't let them do this! Don't let them! You! Oh, they had a Ballermann in a hand. Stop this! You have to help me! You have to. Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Arterial spin rate is back online. Good thing. Position in place. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Zurück in dein Büro. Ja, wo ist das jetzt Horror? Ist doch gar nichts wieder Schrecken hier. Aber bei Whistleblower muss ich immer an ein Lied denken. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Hey, yeah. Whistleblower! Jetzt haben die geschnallt, dass ich die verkackeiert habe, ne? Okay. Eieiei. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Das sind meine Augen. Warte mal, warte mal. Der nächste? Ah, eine Kamera. Das ist ja ein Zufall. Gut. Komm mal raus hier. Was ist da? Oh. Pretty flower. Fucking. I'll open you up. Open you up and show you. You wait right there. Yeah. Mach direkt mal einen Abflug, ja? Holy! Wie stechen den ab? You! No, sir! Come in! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Da komme ich nicht rein! Was ist der denn? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ey! Ah! Was? Was? Ah! Was?
Wo bin ich hier überhaupt? Oh weia. Das sieht nicht gut aus. Eieieiei. Oh! Ah nee! Ah! Ja. Come join our therapy session. Here, take the blade. Keep it rallying our friend here. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, right? Get the fuck out of here before I change my mind. Dann lass mich raus. Okay, tschüss. Woo! Ah! Achso, warum haust du mich? Nein! Okay, wir müssen uns da also. Wir müssen zum Funkgerät. Die Mucke macht es natürlich besser. Ah, der steht auf. Nee. Nicht aufstehen. Auch raus. Warte mal. Hey, jetzt hat er abgeschlossen. Hä? Ich glaube nicht, dass das so soll. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a... dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. No! No! Oh. Stop! Stop! Liar! Stop! Ja. Kann da nicht nochmal drauf drücken. Ja, da ist wieder dieser komische Geist, ne? Auf den hab ich ja gar keinen Bock. Abfahrt! Was ist der denn für einer? Warum ist der so? Ich verstehe gar nicht, was hier abgeht. Okay.
Oh, nee. Eieiei. Uiuiuiui. Was, wo soll, was, was, jo. Oh, nee. Oh. Da ist jemand am Snacken, Alter. Gulaschsuppe, da kocht aber was auf dem Herd. Ah, ja, lecker. Ja. Feini, machst du das? Oh, Scheiße. Don't you look at us. Sorry. Also. Es kommt immer so ein bisschen zeitversetzt mit dem Dings, ne? Nur eine Batterie bisher gefunden. Moment. Was haben die mir da eingebaut in meinen Körper, Alter? Was ist da so? I think it's safe. Can you climb up? I'm coming, Cooper! I just have to lock the. There. I'm coming! Hold on! Doch ein Schlüssel, ne? Ist ja, ich finde Horrorspiele richtig geil. Ah. Oh, der will gefüttert werden, ne? Bestimmt hatte der Typ, den er da irgendwie aufgeschwitzt hat. Dafür. Oh, ich höre den. Immer da. Kommt der jetzt her? Also er will mich jetzt auf einmal abhacken oder was? Also abschnetzeln. Der guckt unterm Bett. I'll find another way. You were mine. Okay. Ja gut. Ja, schade. Okay. Adieu. Bis bald. Hau rein. Tschüss. Tschüss. Linke Füße haben wir ja, ne? Oh. 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 Ui. Aha. Ja, da guckst du blöd. Da bin ich clever. Problem ist, wir müssen da lang. Das ist jetzt unser Problem. Weiß aber nicht, in welchem Raum wir den Schlüssel für diesen scheiß Dings müssen. Okay.
Goddess, dragon tree. All right. Ich weiß halt nicht, in welchen Raum wir sollen. Hier links. Da, 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 da! Schu-du-du-du-du! Ba-ba-ba-ba! Scheiße. Mann! Wie soll ich das denn schaffen? Ich muss safe irgendwie da hinten hin. Ja, gut, dann hat er mich jetzt ja wohl entdeckt. Nein. Okay. Oh, das war ein Zufall. Oh mein Gott. What? Okay, Abfahrt. Jetzt haben wir es aber, oder? Ah, geh doch hoch! Oh, das war mal Klosett jetzt, aber unnormal. Aber der ist noch nicht weg, hat er gesagt. Er hat gesagt, er findet noch einen Weg. Okay. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Schieben. Stay there and cook. Alter. Oh mein Gott. No, no, you were mine. Ich bin einfach nur raus. Kann ich hier hoch? Oh. Still. Alter. Nicht das vom Gerät, ne? Okay. Hallo? Alter. Läuft eiskalt den Rücken runter gerade schon wieder. Mann, ich will das nicht mehr. Immer Horror, Horror, Schmorrer. I know you're close.
Shooterin! Das hört sich an. Ja, was machen wir denn jetzt? Nein! Nein! Ah! Ich will nicht mehr. Mine! You were mine! Lass mich durch. Shit. Na, hier durch, hier durch, hier durch. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Uff. Alter, den will ich hoffentlich jetzt endlich mal los. Ist schon wieder Alarm im Darm. Ja, da müssen wir aber mal weg, ey. Mann, ich bin am ganzen Körper am Schwitzen wie so ein Schwein. Lass mich in Ruhe jetzt. Ach, guck mal, da ist es auf, da hinten. Oh Mann, immer eher, ey. Nur schnell raus. Mich interessiert die Geschichte nicht. Mir ist das Spiel egal. Einfach nur nach Hause und Kartoffelpuffer essen oder so. Oder Smileys. Oh, nee. Scheinbar kann ich hier einfach entspannt hin. Gar nichts gefeedet. Oh, je, je. Nicht kaputt gehen. Ah, schade. Uff. Ich habe schon so ein bisschen Training, ne? Mich bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Da war ein Schatten. Go away! This is my place!
Oh, das Funkgerät, du Dödel. Fuck off. Halt mal den Sabbel jetzt. Hallo? Ja. Okay, wir werden Arme und sowas aufbewahrt, finde ich gut. Ah ja. Nein. Scheiße. Er findet mich nicht. Lass mich durch! Nein! Ah, Mann! Nicht mehr.